Eine Verkehrskontrolle wird zur Verfolgungsjagd. Diese Szenen hat ein amerikanischer Polizist mit einer sogenannten Bodycam gefilmt. Per Taser stoppt er die Frau, die zuvor bei der Kontrolle geflüchtet war. Das Video stammt von der Polizei in Laurel, einer Stadt in der Nähe von Washington, D.C. Seit 1,5 Jahren tragen die meisten Polizisten hier Kameras am Kopf. Officer Carl Johnson ist gerne einer der Kameracops. Honestly, I love the cameras. It just makes me like want to be that 100% officer, so I can look back on tape and just look at myself like, okay, I did that perfect, I did that perfect. As long as you're doing the right thing, the cameras are, it's just a good thing. Seitdem im Sommer ein weißer Polizist den schwarzen Teenager Michael Brown in Ferguson erschossen hat, debattiert Amerika über Polizeigewalt. Eine Vertrauenskrise, die auch der Streifenpolizist zu spüren bekommt. Don't shoot. People like to just bring up the Ferguson stuff when you're, you know, trying to do your job, make an arrest or anything like that. Especially from the, you know, the bad guys. Yeah, you better be recording. I want this to be on camera, you know, in case you try to beat me or shoot me and stuff like that. You get, you know, responses like that. So I guess they love the camera as well too, because they get treated fairly at all times. Die Körperkameras gelten nun als Allheilmittel, um das Vertrauen in die Ordnungshüter wieder zu stärken. Johnson muss jeden Einsatz filmen, auch wenn es nur eine Verkehrskontrolle an einem Stoppschild ist. That's not a stop though. And so what I would do is I hit the button now, so it can do 30 seconds. So I just got the stop on camera since I'm looking at it. And then try to find a safe place. And I hit my lights. Die Fahrerin bekommt eine Verwarnung. Ihr Vergehen landet nicht vor Gericht, deshalb wird das Video automatisch nach einem halben Jahr gelöscht. Immer mehr amerikanische Polizeistationen nutzen Körperkameras. Der Wunsch nach verstärkter Kontrolle der Einsatzkräfte nimmt in der öffentlichen Debatte mehr Raum ein als etwaige Datenschutzbedenken. In Laurel ist nach Polizeiangaben durch die Kameras der Einsatz von Waffen, Tasern oder Pfefferspray um ein Drittel zurückgegangen. It's basically a unbiased witness. It holds people to a different standard. People are more compliant when they realize they're being recorded, as are the officers. The officers are more professional. Fast alle Polizisten in Laurel tragen die Bodycams. Carl Johnson fühlt sich nicht überwacht. Er empfindet die Kamera als Absicherung. I look at it as like protection. People hate the police, so they try to complain all the time. The camera is a good way. I guess it deters all the complaints and stuff like that. So you let people know your video and audio recording. In diesem Fall bleibt dem 24-jährigen Polizisten eine Beschwerde wohl erspart. Ein Teenager ist ohne Führerschein gefahren während der Unterrichtszeit. In Handschellen bringen die Beamten ihn und seine Freunde zurück zur Schule. Ein unfreiwilliger Auftritt im Polizeivideo, den sie schnell bereuen dürften.